Egal, wie morgen in Berlin gewählt wird, die Ampel bleibt an der Regierung. Das große Ganze steht nicht auf dem Spiel. Aber in einzelnen Bezirken wird es doch noch mal spannend. Einer davon ist Charlottenburg-Wilmersdorf. Hier wird in fast jedem zweiten Wahllokal die Stimmabgabe zum Bundestag wiederholt. Drei Kandidaten haben die besten Aussichten, ein Direktmandat zu erhalten. Guten Tag, eine kleine Stärkung morgen auf dem Weg ins Wahllokal. Klaus-Dieter Gröhler heute Morgen in Schmargendorf. Schon zweimal hat er das Direktmandat für den Deutschen Bundestag für Charlottenburg-Wilmersdorf geholt. 2021 hat es nicht geklappt. Jetzt hofft er auf eine neue Chance. Wenn man da einmal rausgewählt wurde, hat man natürlich auch den Ehrgeiz, wieder zurückzukehren. Ich war ja 8 Jahre Mitglied im Haushaltsausschuss, war Vorsitzender vom Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz-Attentat. Und da will man gerne natürlich seine Arbeit wieder fortsetzen, klar. Seit Wochen wirbt Gröhler für sich. Potenzielle Wähler interessiert heute Morgen nicht nur Bundespolitik, sondern auch Berlin. Der neue Bürgermeister, der ist wohl mehr mit sich selbst beschäftigt. Er soll sich lieber um die Probleme hier. Sagen Sie mir, was ist ein Thema, was er anpacken soll? Er hat ja zum Beispiel schon innere Sicherheit angepackt. Gröhler rechnet sich Chancen aus, denn die CDU ist hoch im Kurs. Nochmal abgestimmt wird nun in mehr als 40% des Wahlkreises. Das heißt, in knapp 60% des Wahlkreises bleiben die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl stehen. 2021 hat Michael Müller 42.934 Erststimmen geholt, Lisa Paus 37.531 und Klaus-Dieter Gröhler 34.308. Damit liegt Michael Müller 5.403 Stimmen vor Lisa Paus und 8.626 Stimmen vor Klaus-Dieter Gröhler. Das heißt, Michael Müller geht mit einem Vorsprung ins Rennen und er will sein Direktmandat verteidigen. Dafür verteilt er heute Mittag am Karl-August-Platz Zeitungen und Gummibärchen ist erlaubt. Gummibärchen ist erlaubt, ja. Moment, bitteschön. Morgen. Morgen. Ich darf nicht wählen. Ja, dann hat es geklappt beim letzten Mal. So ist es. Das ist ja auch ein gutes Zeichen. Andere bezeichnen das eher als Wahldebakel. Die SPD hat schlechte Umfragewerte. Vielleicht hilft dem ehemaligen regierenden Bürgermeister sein Bekanntheitswert? Doch selbst wenn er seinen Wahlkreis nun verlieren würde, er bleibt im Bundestag. Müller ist über die Landesliste abgesichert. Ja, man hat natürlich schon den Ehrgeiz, auch wirklich direkt zu gewinnen. Aber unabhängig von der eigenen Kandidatur will man ja auch für die Partei ein gutes Ergebnis und ja eben auch viele Mandate für die SPD oder auch parteiübergreifend gedacht. Für Berlin will man ja auch viele Mandate im Bundestag. Darf ich noch was mitgeben? Ein paar Meter weiter hofft auch Lisa Paus auf möglichst viele Stimmen. Ja, hallo. Oh Mann, ey. Entschuldigung. Nicht erkannt. Also, weil Sie müssen offensiver sein. Wir haben schon gewählt, die ganze Familie und alle haben Sie gewählt. Danke. Super. In den Umfragen schneiden die Grünen schlechter ab als 2021. Doch Paus ist seit knapp 2 Jahren Familienministerin. Sie hofft damit zu punkten. Ach! Ich bin jetzt einfach bekannter, Leute kommen auf mich zu und ich merke tatsächlich einen Unterschied. Ich habe eine andere Präsenz jetzt hier in Charlottenburg-Wilmersdorf. Heute werben die Kandidaten noch um jede Stimme, dann ist Schluss. Sie alle hoffen, dass sie nochmals einige Wähler überzeugt haben und morgen das Direktmandat für sich entscheiden können. Also summa summarum, ihre Stimme zählt, nicht nur für Wackelkandidaten. Aber selbst Vorzeigedemokraten, die es sich unter keinen Umständen nehmen lassen wollen, ihr Wahlrecht zu pflegen, wissen sicher gerne, wie und warum wir doch jetzt gleich noch mal zum dritten Mal bei einer derselben Wahl an die Wahlurnen und Kabinen treten dürfen. Es war eine, sagen wir mal, sehr besondere Wahl, die Berlin so noch nie erlebt hat. Mit teils stundenlangem Anstehen an den Wahllokalen und fehlenden oder falschen Wahlzetteln. Und dann war an diesem Tag, am 26. September 2021, noch der Berlin-Marathon. Die dafür abgesperrten Straßen sorgten dafür, dass Ersatzwahlzettel einfach nicht geliefert werden konnten. Dieser Wahlhelfer stoppte sogar unser RBB-Auto, um Nachschub ins Wahllokal zu bringen. So viel Chaos, viele Berliner genervt. Das erste Mal heute um 3:30 hier. 3:30 und dann habe ich gehofft, es wird ein bisschen besser werden. Dann war ich um 5:30 hier. Jetzt bin ich wieder hier. Ich will zum 6. Mal oder so. Noch nie solche Probleme gehabt. Weil die Wahl so besonders war, entschied das Landesverfassungsgericht, zum ersten Mal in der Geschichte muss die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus komplett wiederholt werden. Und während die Wiederholungswahl dann ohne Schlangen und Pannen verlief, prüfte erst der Bundestag, ob es in Berlin eine Wiederholung für die Bundestagswahl geben sollte und im nächsten Schritt dann das Bundesverfassungsgericht.
Die Richterin attestierte Berlin Wahlfehler bereits in der Vorbereitung. Daher wäre es erforderlich gewesen, die Wahlräume mit Wahlkabinen und Stimmzetteln in einem Umfang auszustatten, der einen möglichst reibungslosen Wahlablauf ohne überlange Wartezeiten ermöglicht hätte. Berlin hat 2256 Wahlbezirke. In 455, so entschied das Bundesverfassungsgericht, muss der Bundestag neu gewählt werden. Dann schauen wir mal, was steht denn da für Sie und uns morgen ins Haus? Das weiß Gabriele von Molke zu berichten, unsere Frau für die Wahlen. Schönen guten Abend, Gabriele. Guten Abend. Wir erinnern uns, bei der letzten Wahlwiederholung war die Wahlbeteiligung bei 63%. Jetzt haben ja auch in diesem Jahr die Menschen Briefwahl beantragt. Kann man das schon quasi in Korrelation setzen? Kann man sagen, das ist mehr, weniger als in den letzten Jahren? Also eine Glaskugel haben wir natürlich nicht, aber es gibt schon mal einen Indikator, was die Wahlbeteiligung morgen angeht. Der Landeswahlleiter hat heute nämlich Zahlen veröffentlicht, wie viele Menschen Briefwahlunterlagen angefordert haben. Mhm. Und das sind gut 150.000 Menschen, ungefähr, also knapp 28%. Und das ist deutlich weniger als 2021 bei der Hauptwahl. Da waren es nämlich 39% an diesem Tag, bis zu diesem Tag. Und insofern bisschen schlechtes Omen und natürlich das Ferienwochenende, Ende der Winterferien, ist auch nicht so günstig für eine Wiederholungswahl. Jetzt sagen ja viele, natürlich gehe ich wählen, das ist sozusagen staatsbürgerliche Pflicht. Aber warum ist Wahlbeteiligung insgesamt auch morgen nicht ohne? Also die hat ja Folgen. Die hat deswegen Folgen, weil nämlich die Zahl der Abgeordneten, die Berlin in den Bundestag schickt, abhängt auch von der Wahlbeteiligung. Ist die Wahlbeteiligung niedrig, schickt Berlin entsprechend weniger Abgeordnete in den Deutschen Bundestag. Und das kann durchaus spannend werden für 7 Abgeordnete, die bei der letzten, bei der verpatzten Wahl über die Landeslisten eingezogen sind, über hintere Plätze dort. Und wenn jetzt die Wahlbeteiligung niedrig ist, dann kommen die womöglich nicht mehr rein, sondern andere Abgeordnete aus anderen Landesverbänden profitieren. Jetzt ist ja nur ein Viertel der Berliner Wahlberechtigten auch noch mal dran. Und jetzt mal unabhängig davon, ob man jetzt in neuer Stadt ist oder in den Bezirken umgezogen ist, was die Sache ja auch noch mal interessant macht. Manche können quasi zweimal wählen, weil sie in einem anderen Bezirk gelandet sind. Manche haben den Eindruck, sie können eigentlich sowieso nichts ändern mit der Wahl. Also noch mal die Frage, offensichtlich ja schon. Denn bei einigen Kandidaten, da geht es wirklich um sein oder nicht sein. Auf jeden Fall. Also eine vollständige Gerechtigkeit, das heißt, da hast du vollkommen recht, lässt sich mit so einer Wiederholungswahl nicht herstellen. Aber interessant wird es, und da gibt es durchaus Handlungsmöglichkeiten für die Wählerinnen und Wähler, insbesondere bei den Erststimmen. In 4 Wahlkreisen wird es nämlich besonders spannend. Wir haben es eben gesehen, Charlottenburg-Wilmersdorf, aber noch drastischer in Pankow, wo ja praktisch die ganze Wahl wiederholt wird, wegen der großen Pannen dort im Bezirk. Das sind über 85% der Wahlberechtigten, die da jetzt erneut an die Urne gerufen werden. Und auch in Tempelhof-Schöneberg und in Reinickendorf war der Abstand so knapp und kommen jetzt doch noch mal so viele Menschen an die Wahlurnen, hoffentlich zumindest, dass da durchaus sich noch was ändern könnte bei diesen Direktkandidaten. Da kann man also was erreichen. Was es morgen nicht geben wird, sind Prognosen und Hochrechnungen. Stattdessen gibt es aber auch wahrscheinlich keine Häppchen hier im Studio. Also was präsentieren wir denn da eigentlich morgen? Wir warten bis zum Ende oder Zwischenauszählergebnisse? Na, wir erzählen natürlich ganz viel über den Auszählungsstand. Es gibt keine Prognose und keine Hochrechnung, weil das sind ja Befragungen, die beruhen auf freiwilligen Angaben von Wählerinnen und Wählern aus den Wahllokalen. Und diesmal wird sich nichts ändern am Gesamtergebnis bundesweit, sondern das, was spannend ist, sind Verschiebungen in einzelnen Wahlkreisen, sind diese Erststimmen in den 4 Wahlkreisen, die ich genannt habe. Aber das Gesamtergebnis, worauf eben diese Nachwahlbefragung sich bezieht, das ist nicht das Spannende. Deswegen gibt es das morgen nicht, sondern wir beziehen uns auf die tatsächlichen Auszählungsstände des Landeswahlleiters und werden darüber natürlich ausführlich berichten in der Abendschau morgen. Und auch in einem rbb24-Spezial um 20.15 Uhr und dann noch mal in unserer langen Ausgabe von rbb24 um 21.45 Uhr. Du freust dich, ne? Ich freue mich. Und endlich wieder was zählen. Absolut. Und die Kolleginnen und Kollegen von rbb24.de und Inforadio, die freuen sich natürlich auch, weil die berichten auch den ganzen Abend über die Ergebnisse dieser Wahl. Na dann, bis morgen, ohnehin. Auf jeden Fall. Gabriele von Molke.